Freistaat fördert Entwicklung des Freitaler Technologieparks. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich hat am 2. August einen Fördermittelbescheid in Höhe von 4,2 Millionen Euro für die Erweiterung des Freitaler Technologieparks am Döhlener Gewerbering an Oberbürgermeister Uwe Rumberg und den Geschäftsführer der Technologie- und Gründerzentrum Freital GmbH Alexander Karay übergeben. Freital ist ein gutes Vorbild für Innovation, für Industrie und Gewerbe, für Ansiedlungen, die wir benötigen. Diese Stadt hat immer davon gelebt, dass es Industrie gegeben hat, dass hier gute Arbeit entstanden ist. Und es ist auch ein Zeichen, dass es weitergeht. Dass wir inzwischen Flächen brauchen, damit unsere Unternehmen sich weiter ansiedeln können, das ist ein positives Zeichen. Und ich verbinde natürlich auch mit dieser Erweiterung, dass hier gute Arbeitsplätze entstehen. Und gute Arbeitsplätze heißt eben auch Perspektiven für Familien, heißt Perspektiven für eine junge Generation, dass sie eben nicht woanders ihr Glück suchen müssen, sondern hier ihre Heimat finden. Der Stadtrat hatte bereits im April 2017 einstimmig die Finanzierung der Erweiterung des Freitaler Technologieparks seitens der städtischen Gesellschaft TGF GmbH gebilligt. Gerechnet wird mit Projektkosten in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro. Dabei erhält die TGF GmbH, wie erwähnt, Mittel aus der wirtschaftsnahen Infrastrukturförderung in Höhe von 4,2 Millionen Euro vom Freistaat. Der Eigenanteil über rund 1,6 Millionen Euro wird über ein Gesellschafterdarlehen der Stadt finanziert und wird sich nach Verkauf aller wesentlichen Gewerbeflächen bis Ende 2021 vollständig amortisieren. Ja, wir machen das ja nicht zum Spaß. Wir haben in Freital eine rege Nachfrage nach Gewerbeflächen, Büroflächen etc. Und deshalb haben wir beschlossen, den Gewerbepark weiter auszubauen. Was heißt, wir haben es vorgeschlagen, der Stadtrat hat es beschlossen. Und die Entscheidungen waren auch weitestgehend mit großer Mehrheit bzw. einstimmig. Die Stadt Freital steht voll hinter dem Projekt. Für was werden die 4,2 Millionen jetzt verwendet? Wir müssen Altlasten beseitigen und Erschließungsanlagen errichten. Das heißt Entwässerungsrückhaltebecken, Straßenbau und die ganze Herrichtung der Flächen. Wir haben ja bei vielen Eröffnungen schon hier im Gewerbepark mitbekommen, dass die Mieter sagen, in Freital läuft alles wie ein Schnürchen, die Stadtverwaltung, die ziehen alle so an einem Strang. Ist das auch das Erfolgsrezept? Das ist das Erfolgsrezept, und zwar denken wir uns, das sind die flachen Hierarchien. Die Entscheider kriegt man persönlich, und wir haben eine enge Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Gesellschaften untereinander und der Stadt Freital. Irgendwann wird ja auch dieses Areal jetzt bebaut sein. Planen Sie schon weitere? Es gibt immer Ideen, dem vorzugreifen wäre jetzt noch verfrüht. Wir müssen erstmal in den nächsten 2 Jahren hier erschließen und dann vermarkten wir die Grundstücke. Gespräche laufen bereits. Sie haben ja vorhin gesagt, 80% Vermietung. Ist das sehr überdurchschnittlich? Wir sind jetzt knapp 4 Jahre am Markt mit dem Technologiezentrum, und die 80% können sich sehen lassen, zumal noch weitere Gespräche laufen. Gerade in diesem Jahr haben wir bereits schon 1500 Quadratmeter vermietet und sind von 65 auf 80% jetzt im Vermietungsstand hochgerückt. Diese Bilanz freut natürlich auch Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Von solch einer Investition in die Zukunft werden nachfolgende Generationen profitieren, und Freital wird als Wirtschaftsstandort gestärkt. Ja, ich denke, das ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Freital von immenser Bedeutung, und das erfüllt mich natürlich mit großer Freude und Dankbarkeit. Am Anfang, wo das Ganze mit dem Technologiezentrum so ins Rollen kam, waren viele skeptisch. Haben wir die Skeptiker mittlerweile überzeugt? Ja, ob man alle Skeptiker überzeugen kann, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber bei einer Vermietung von fast 80%, denke ich, müsste der letzte Skeptiker eigentlich in den Optimisten umschlagen und sich über die Entwicklung freuen. Sie haben gerade gesagt, dass viele Dinge auch im Stadtrat parteiübergreifend passieren. Also man macht Sachpolitik. Das ist ein Erfolg von Freital. Wie kommen Sie, oder ist das schon immer so gewesen, oder haben Sie da so eine besondere Richtung reingebracht? Ja. Das ist jetzt schwierig zu beurteilen, aber ich beobachte das natürlich mit Freude, dass hier Entscheidungen getroffen werden, die vernünftig sind, und da interessiert das Parteibuch vordergründig erstmal nicht.